Hallo zusammen. Wir haben beim letzten Mal schon angefangen, über den Panpsychismus zu reden, und wir haben dabei gesehen, Panpsychismus, na, das ist die These, dass alle physischen Dinge, seien sie belebt oder unbelebt, psychische Eigenschaften haben. Nagel hat argumentiert, soweit waren wir bisher gekommen, dass der Panpsychismus mit Notwendigkeit als Schlussfolgerung folgt, wenn man vier bestimmte Prämissen akzeptiert, die grundsätzlich, jeweils für sich betrachtet, ziemlich plausibel sind. Erinnern wir uns kurz, diese vier Prämissen waren erstens der Materialismus, alles besteht aus Materie, es gibt nichts Nicht-Materielles. Zweitens kein Reduktionismus, das heißt, psychische Eigenschaften lassen sich nicht einfach auf physikalische, objektive Eigenschaften reduzieren. Drittens der Realismus des Psychischen, psychische Eigenschaften sind real. Und schließlich viertens, es gibt keine Emergenz. Nagel war der Meinung, wenn wir diese vier Prämissen akzeptieren, dann müssen wir auch den Panpsychismus akzeptieren. Heute wollen wir uns ein paar dieser Prämissen ein bisschen genauer anschauen, nämlich, um präzise zu sein, die Prämissen 2, 3 und 4. Sind diese Prämissen wirklich so plausibel? Fangen wir an, ganz hinten, mit Prämisse Nummer 4. Es gibt keine Emergenz. Warum eigentlich nicht? Was spricht dagegen, Emergenz von irgendwelchen Phänomenen anzunehmen? Nun, wir erinnern uns nochmal kurz, was heißt eigentlich Emergenz? Naja, Emergenz bedeutet, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das Ganze hat also Eigenschaften, die nicht allein durch die Eigenschaften seiner Teile erklärt werden können. Wir hatten das beim letzten Mal versucht, mit dem Vogelschwarm zu illustrieren. Der Vogelschwarm als Ganzes hat Eigenschaften, die der einzelne Vogel nicht hat. Gut. Also, im Nagels Fall müssen wir jetzt allerdings noch unterscheiden zwischen der realen und der epistemischen Emergenz. Nagel sagt, Emergenz kann es, wenn überhaupt, immer nur im epistemischen Sinne geben, aber nicht im realen Sinne. Was war da nochmal der Unterschied? Nun ja, epistemische Emergenz bedeutet, wir können nicht erklären, wie aus den Eigenschaften der Teile die Eigenschaften des Ganzen entstehen. Das heißt, es ist bloß ein Mangel an Wissen. Wenn wir mehr wüssten über die einzelnen Teile und das System als Ganzes, dann könnten wir es sehr wohl erklären. Also es liegt nicht daran, dass es keine Erklärung gibt, sondern es liegt daran, dass wir diese Erklärung nicht kennen. Deswegen ist Emergenz in diesem Sinne ein rein epistemisches Problem, ein Problem des Wissens. Demgegenüber steht dann für Nagel die reale Emergenz. Eine reale Emergenz läge dann vor, wenn die Eigenschaften der einzelnen Teile des Systems insgesamt kein zureichender Grund sind, um die Eigenschaften des Systems als Ganzes zu erklären. Das heißt, selbst wenn wir alles über dieses System wüssten, wenn wir alles, was es über die einzelnen Teile zu wissen gibt, wüssten, hätten wir immer noch keine Erklärung, wie das Ganze diese Eigenschaften haben kann, die es hat. Warum nicht? Naja, weil diese Eigenschaften des Ganzen emergieren. Das heißt, sie entstehen ohne einen zureichenden Grund, sobald irgendeine hinreichende Schwelle der Komplexität im Gesamtsystem erreicht ist. Das ist das Problem. Das ist das, was Nagel ablehnt mit seiner vierten Prämisse. Es gibt keine reale Emergenz. Nun, warum aber eigentlich nicht? Warum gibt es keine reale Emergenz? Was ist denn daran so, ja, problematisch? Nun, Nagel sagt, das ist nicht mit einem korrekten Verständnis von Kausalität vereinbar. Da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, denn hier braucht man den Hintergrund der Kausalitätstheorien, die gerade da an der Stelle diskutiert werden sollen. Grundsätzlich gibt es zwei große Theorien von Kausalität im Bereich der Naturgesetze. Das eine ist die reale oder realistische Theorie der Kausalität, das andere ist die Regularitätstheorie. Diese Regularitätstheorie, die müssen wir jetzt ein bisschen genauer erläutern. Die geht zurück auf den schottischen Philosophen David Hume, den Sie hoffentlich alle kennen. Hume, wissen Sie vielleicht auch, vertritt ja eine empiristische Position. Das heißt, er geht davon aus, alles Wissen, das wir besitzen, stammt einzig und allein aus der Erfahrung. Und nun ist es ja so, sagt Hume, wir beobachten zwar in der Welt um uns herum immer, dass bestimmte Ereignisse miteinander in Verbindung stehen, also dass es eine Korrelation gibt zwischen dem einen Ereignis und dem anderen Ereignis, aber wir beobachten niemals eine notwendige Verbindung zwischen den beiden. Also beispielsweise, wir beobachten, wie ein Topf Wasser aufs Feuer gesetzt wird und sehen dann, dass das Wasser anfängt zu kochen. Wir sehen, wie eine Billardkugel gegen eine andere Billardkugel stößt und diese damit in Bewegung setzt. Also wir sehen immer zwei Ereignisse in einer zeitlichen Folge, aber wir sehen niemals, dass es so etwas wie eine notwendige Verknüpfung gibt zwischen diesen beiden Ereignissen.
Wir erleben nicht, dass es so sein muss. Wir erleben nur, dass die Dinge sich so und so verhalten, aber nicht, dass sie sich notwendigerweise so verhalten. Dass das eine aus dem anderen folgt oder mit Notwendigkeit aus dem anderen folgt, das ist ja eine Art Zutat, die wir unserer Erfahrung beilegen. Hume drückt das in seiner Untersuchung über den menschlichen Verstand so aus, da schreibt er nämlich: Wenn aber viele gleichförmige Beispiele auftreten und demselben Gegenstand immer dasselbe Ereignis folgt, dann beginnen wir den Begriff von Ursache und Verknüpfung zu bilden. Wir empfinden nun ein neues Gefühl. Und dieses Gefühl ist das Urbild jener Vorstellung, also von Notwendigkeit, das wir suchen. Das heißt also, wir gewöhnen uns einfach daran, dass bestimmte Ereignisse immer mit bestimmten anderen Ereignissen verbunden sind. Und aus dieser Gewöhnung leiten wir dann das Gefühl ab, es müsse so sein. Aber das ist bloß, wie gesagt, eine Zutat, die wir den Beobachtungen beilegen, die in den Beobachtungen selbst nicht enthalten ist. Wir haben bloß das Gefühl, dass es so sein muss, weil wir es nie anders erlebt haben. Wenn Hume jetzt recht hat, sagt Nägel, dann gibt es wirklich keine Kausalität. Dann gibt es nur so etwas wie eine Regel, die besagt, immer wenn das passiert, passiert auch das. Immer wenn die Billardkugel gegen die andere Kugel stößt, bewegt sie sich. Aber Nägel hält dem entgegen, Kausalität ist keine Illusion. Kausalität ist nicht einfach nur eine Korrelation von bestimmten Ereignissen, sondern Kausalität ist mehr. Er schreibt, Wärme bringt Wasser zum Sieden. Gegeben, was Wärme ist und was Wasser ist, ist es buchstäblich unmöglich für Wasser bei normalem atmosphärischem Druck über einen bestimmten Punkt hinaus erwärmt zu werden, ohne zu sieden. Also entpacken wir dieses Beispiel hier mal so ein bisschen. Ne? Er sagt, ja, Wasser kann gar nicht anders als zu sieden, wenn es erhitzt wird. Das ist eine kausale Verknüpfung, die mit Notwendigkeit besteht. Warum? Na, wir wissen doch, Wasser besteht aus Molekülen. Und diese Moleküle sind ständig in Bewegung, also wackeln immer so ein bisschen hin und her. Ne? Je höher die Temperatur, desto schneller die Bewegung dieser Moleküle, also desto mehr Energie steckt in dieser Bewegung drin. Wenn wir Wasser erhitzen, führen wir diesen Molekülen Energie zu, das heißt, die Bewegungen werden schneller. Und irgendwann wird die Bewegung, also der Druck, der aus der Bewegung dieser Moleküle entsteht, größer als der Umgebungsdruck, der Luftdruck. Und das Wasser fängt an zu verdampfen, zu sieden. Also die Moleküle fliegen auseinander und das nennen wir dann eben ja kochen oder sieden. Also nehmen Sie diese Erklärung mit ein bisschen cum grano salis. Also ich bin kein Physiker. Fragen Sie lieber jemanden, der sich damit auskennt, wenn Sie das besser erklärt haben wollen. Aber so grundsätzlich, das ist halt die Vorstellung. Ne? Dass Wasser durch Erhitzen anfängt zu kochen, ist also nicht bloß eine Korrelation zwischen zwei Ereignissen, Herd anschalten und Blubberblasen steigen im Topf auf. Nee, es ist so, dass sich die Wirkung, das Kochen, das Sieden, aus den Eigenschaften der Ursache ergibt, nämlich aus den Eigenschaften der Energie, die ich dazuführe. Wenn etwas nicht bei 100 Grad verdampfen würde, wenn wir es auf den Herd stellen, dann würden wir es einfach nicht Wasser nennen. Das wäre dann was anderes, was auch immer es wäre. Wir würden nicht mehr das Wort Wasser hier gebrauchen. Hingegen, wenn etwas Wasser ist, so wie wir das Wort Wasser gebrauchen, dann muss es bei 100 Grad anfangen zu kochen. Sonst können wir das Wort Wasser nicht sinnvoll darauf anwenden. Also, der wichtige Punkt dieser Darstellung hier, das ist jetzt, wenn Kausalität real ist, dann folgen Wirkungen aus den Eigenschaften ihrer Ursachen. Im Prinzip sind die Wirkungen, meinetwegen das Kochen des Wassers, vollständig erklärbar aus der Ursache der Wärme, die hinzugefügt wird. Wenn das aber so ist, wenn Wirkungen vollständig erklärbar sind aus ihren Ursachen, dann ist Emergenz nicht möglich. Dann kann es sowas wie Emergenz nicht geben. Eine andere Sache wäre es, wenn Hume recht hätte. Wenn er recht hätte und Kausalität wirklich nur eine Korrelation wäre, dann wäre Emergenz überhaupt kein Problem. Man könnte dann einfach sagen, naja, immer wenn A passiert, passiert auch B. Es gibt keine Erklärung, warum B auf A folgt. Das ist einfach so. Das beobachten wir einfach nur mit Regularität, ohne irgendwie einen Grund dafür angeben zu können. Aber das ist egal. Kausalität ist ja nur eine Korrelation und wir müssen nichts mehr tun, als diese Korrelation festzustellen, wenn wir sagen wollen, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen A und B gibt. Aber wenn wir jetzt dem Nägel zustimmen, dass Kausalität real ist, dann muss jede Wirkung auch einen zureichenden Grund in ihrer Ursache haben. Wenn wir den Grund nicht beobachten können, na, dann heißt das eben nur, dass wir nicht genug wissen. Das ist wieder die epistemische Emergenz dann. Aber was wäre, wenn es Wirkungen ohne zureichenden Grund gäbe? Also wenn es wirklich so etwas wie reale Emergenz gäbe,
Das müsste heißen, dann gäbe es Dinge, die einfach so entstehen. Das heißt, deren Entstehung prinzipiell nicht durch Naturgesetze erklärt werden kann. Und wie nennt man sowas normalerweise? Sowas nennt man in anderen Umständen einfach ein Wunder. Und das ist nicht vereinbar mit einem ansonsten naturalistischen Weltbild. Also, wenn wir das jetzt alles zusammenpacken, lautet das Argument: Wer glaubt, dass Kausalität real ist und nicht bloß ein psychologisches Phänomen, so wie der Jung das gesehen hat, und wer glaubt, dass alles, was existiert, prinzipiell erklärbar ist durch zureichende Gründe, der muss die Idee der Emergenz ablehnen. Das zweite Problem, das betrifft jetzt die Prämissen Nummer 2 und Nummer 3. Also, die Prämisse 2 lautet, das Psychische ist nicht reduzierbar auf das Physische. Prämisse Nummer 3 lautet, das Psychische ist real. Also in dem Sinne real, dass es als eine reale Eigenschaft mit einem bestimmten Organismus oder Lebewesen verbunden ist. Die Herausforderung lautet jetzt, sind nicht die Gründe gegen den Reduktionismus auch zugleich Gründe gegen den Realismus? Also wenn das Psychische nicht auf Hirnzustände oder sonst irgendwas in der Art reduziert werden kann, wäre es dann nicht eigentlich sinnvoller, es von vornherein als Begriff abzulehnen? Also wie kann man das miteinander vereinbaren? Einerseits zu sagen, das Psychische ist nicht reduzierbar auf das Physische, aber andererseits ist es real und eine reale Eigenschaft des Physischen. Wie passt das zusammen? Nochmal ganz kurz zur Erinnerung: Reduktionistische Erklärungen scheitern, sagt Nägel. Wir hatten uns im Fledermausaufsatz lang und breit darüber unterhalten. Wir müssen das jetzt nicht nochmal alles wiederholen, das haben Sie eh jetzt alles parat. Ganz kurz nochmal das Stichwort: Problem mit den reduktionistischen Erklärungen ist, sie können den subjektiven Charakter nicht erklären, also müssen deswegen immer unvollständig bleiben. Physische Prozesse in meinem Gehirn, das sind irgendwelche objektiven Ereignisse in der objektiven Realität, aber es fehlt ihnen ihre subjektive Qualität, also der phänomenale perspektivische Charakter. Nägel formuliert das nochmal ganz schön hier in dem Aufsatz, mit diesen paar Worten hier. Über diesen Graben gibt es keine logische Brücke. Gemeint ist der Graben natürlich zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven. Wollte ein körperloser Gott ein bewusstes Wesen schaffen, könnte er dies schwerlich tun, indem er einfach Teilchen mit keinen anderen als physikalischen Eigenschaften organisch zusammenfügte. Soweit so gut, aber warum sollte das jetzt für den Realismus ein Problem sein? Nägel sagt, naja, weil wir nicht dem physischen Organismus subjektive Zustände zuschreiben, sondern wir schreiben sie einem Subjekt zu oder einer Person, jetzt im Fall von uns Menschen. Wie er es ausdrückt, dass ein kleines materielles Objekt sich ängstigt, scheint mir nicht das zu sein, was der Fall ist, wenn eine Maus sich ängstigt. Also dieses Subjekt ist der Träger der physischen Eigenschaften, nicht der Organismus. Oder zumindest scheint es so zu sein. Es scheint, als gäbe es gar nichts Reales, dem man psychische Eigenschaften zuschreiben kann. Es sei denn, sie wollen Zuflucht nehmen zu einer immateriellen Seele oder so etwas als dem Träger des Psychischen. Aber das hat so seine ganz eigenen Probleme, die wir auch schon an anderer Stelle mal kurz angesprochen haben. Also, was denn dann? Wenn psychische Eigenschaften Eigenschaften von nichts sind, ja, dann sind sie doch auch nicht real, oder? Das ist ein Problem. Gibt es daraus einen Ausweg? Nägel sagt, naja, eine mögliche denkbare Alternative finden wir bei Wittgenstein. Wittgenstein, der geht in seinen philosophischen Untersuchungen davon aus, dass psychische Zustände nicht identisch sind mit physischen Zuständen. Also auch Wittgenstein würde den Reduktionismus ablehnen, auch wenn er das nicht so in diesen Worten ausdrückt. Aber ja, Wittgenstein würde den Reduktionismus als eine tiefgreifende Verwirrung ansehen. So, er geht das Problem jetzt aber von der anderen Seite her an. Das heißt, er analysiert es von der Seite der Sprache her. Seine Frage ist eher die: Was sind die Kriterien dafür, dass ich jemandem psychische Zustände zuschreiben kann? Also, wir gebrauchen beispielsweise das Wort traurig als ein Wort für einen bestimmten psychischen Zustand so, dass wir es dann jemandem zuschreiben können, wenn er einen bestimmten Gesichtsausdruck hat, eine bestimmte Körperhaltung, wenn er Tränen in den Augen hat und so weiter und so fort. Der psychische Zustand ist deswegen nicht reduzierbar auf den physischen Zustand. Also, traurig sein ist nicht identisch damit, irgendwelche ja, Gesichtsausdrücke, Körperhaltung, Tränen in den Augen und so weiter zu haben, sondern das sind nur die Kriterien der Zuschreibung. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann kann ich korrekterweise von jemandem sagen, dass er traurig ist. Die Frage, was jetzt der Träger der Eigenschaften ist,
die entfällt dann. Also es geht gar nicht mehr um Eigenschaften von irgendwas, es geht nur noch um Begriffe. Es geht Wittgenstein nur um die Frage, wie funktionieren eigentlich psychische Begriffe? Wie gebrauchen wir die? Nagel lehnt jetzt diesen Lösungsvorschlag ab. Er sagt, mir bereitet diese Auffassung nun aber deshalb Schwierigkeiten, weil sie unserer Sprache zu viel Gewicht beilegt. Sie erklärt psychische Phänomene im Wesentlichen dadurch, dass sie erklärt, wie diese zugeschrieben werden, insbesondere in der ersten Person. Aber Bewusstsein ist ja unabhängig von Sprache. Zum Beispiel im Falle der Tiere. Wir würden durchaus sagen, dass Tiere, zumindest höher entwickelte Tiere, über ein Bewusstsein verfügen. Wir schreiben ihnen das ganz einfach aufgrund ihres Körperbaus zu oder ihres Verhaltens. Also auch eine Katze hat ein Gehirn, hat Sinnesorgane und zeigt ein bestimmtes Verhalten, wenn sie zum Beispiel ja, müde ist und sich zum Schlafen zusammenrollt oder mit einem Wollknäuel spielt oder einem Mäuschen hinterherjagt oder so etwas. Also alles das deutet stark darauf hin, dass dieses Wesen Katze auch psychische Zustände hat. Aber dieses Wesen Katze kann sich natürlich selbst keine psychischen Zustände zuschreiben. Es kann nicht sagen, ich bin müde, ich will spielen oder so etwas. Vielleicht ist das jetzt aber gerade in dem Fall so, dass wir den Tieren psychische Zustände zuschreiben, weil sie in Analogie zu uns stehen. Also weil das Verhalten der Tiere und ihre Anatomie irgendwie ähnlich ist zu unserem menschlichen Verhalten, unserer menschlichen Anatomie. Aber auch da spielt Nagel nicht mit und sagt, nein, es gibt ja auch dann Subjektivität, wenn keine Analogie mehr funktionieren kann. Er sagt, gesetzt aus einem Raumschiff tauchten Dinge auf, bei denen wir nicht sicher sein können, ob sie Automaten sind oder bewusste Wesen. Diese Alternative müsste selbst dann eine Lösung haben, wenn wir sie, da diese Dinge von allem uns Menschen Bekannten zu verschieden wären, niemals ermitteln könnten. Sie sehen, es geht verdammt oft um Außerirdische hier in diesem Seminar, aber hier kommt wieder das Beispiel, was ist mit Lebensformen, die vollkommen fremd sind für uns, also bei denen es überhaupt keine Möglichkeit gibt, irgendeine Analogie herzustellen zwischen dem, wie wir sind und dem, wie die Außerirdischen sind. Diese Außerirdischen haben psychische Zustände oder sie haben keine. Auf diese Frage gibt es eine eindeutige Antwort, selbst wenn wir niemals irgendwelche Kriterien dafür finden können, wann man diesen Außerirdischen psychische Zustände zuschreiben kann. Es ist wieder die Frage Wissen versus Realität. Es ist nur ein epistemisches Problem. Wir wissen nicht, welche Zustände diese Wesen haben, aber ob sie Zustände haben, subjektive Zustände oder nicht, muss eindeutig entscheidbar sein. Ist dieser Begriff psychischer Zustand denn dann überhaupt noch sinnvoll anwendbar, fragt sich Nagel, weil wenn ich ihn niemals sicher korrekt anwenden kann auf diese Wesen, macht es dann überhaupt noch Sinn, von psychischen Zuständen zu sprechen? Ja, sagt er, es gibt ja immer Zuschreibungskriterien, auch wenn wir die nicht kennen. Wir wissen nicht, ob die Bewegungen, die diese Außerirdischen machen, wirklich Verhalten sind oder ob sie einfach nur vom Wind rundgeschüttelt werden oder so etwas. Wir wissen auch nicht, mit welchen psychischen Zuständen diese Bewegungen verknüpft sind, also ob sie wirklich Formen des Verhaltens sind oder irgendwas ganz anderes. Aber das heißt nicht, dass es kein Verhalten gibt. Diese Frage muss eindeutig beantwortbar sein. Wieder mal, nur weil wir die Kriterien nicht kennen, heißt das nicht, dass es die Kriterien nicht gibt. So, was folgt denn jetzt daraus? Bisher haben wir nur negative Antworten bekommen. Wir haben gesagt, psychische Zustände sind nicht Zustände des Körpers. Sie sind auch keine Zustände einer immateriellen Seele und sie sind nicht bloß eine Sache von Zuschreibungskriterien. Ja, was denn dann? Was bleibt denn dann noch übrig? Naja, Nagel ist auch nicht so ganz zufrieden mit dem Ergebnis, sagt aber dann, die letzten beiden Varianten sind die schlechtesten, also die Zuschreibungsvariante und die immaterielle Seele-Variante, beides das taugt nichts. Also, das Einzige, was übrig bleibt, ist der Realismus. Nagel plädiert für einen Realismus mangels Alternativen. Ja, der Realismus hat gewisse Probleme, aber die Alternativen sind halt eben noch schlechter. Vielleicht, könnte ja sein, finden wir noch eine vierte Möglichkeit, die besser ist. Nichts garantiert uns ja, dass wir alle Antworten, die möglich sind, schon gefunden haben. Aber solange wir die nicht kennen, bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als einfach am Realismus festzuhalten.